Yo, yeah, und willkommen zurück bei Zelda Scrolls 5 Skyrim. Und yo, die Woche war jetzt leider ein bisschen länger. Und ich hoffe, das macht euch jetzt nichts aus, weil ich in der Zeit natürlich Star Wars The Old Republic und Battlefront hochgeladen habe und sonst alles andere. Brauchen wir da nicht sitzen, weiß ich jetzt auch nicht. Unter anderem werde ich jetzt auch öfters in dieser kleinen Perspektive hier spielen. Schwert dürfen wir wieder reintun. Jetzt muss ich erstmal kurz ein bisschen Überblick bekommen. Wenn man ein Game lange nicht spielt, dann muss man manchmal erstmal gucken. Hier, Quest, okay. Gut, was haben wir denn? Bringe den Drachenstein in deinen Besitz. Benutze den Arkan für Zauber. Tritt der kaiserlichen Armee bei. Okay, das ist Nebenes, Alter. Was ist denn das für ein Deutsch? In 9 Monaten verliert man nicht nur irgendwie Zeit, ein Game zu let's playen, sondern auch die Sprache. So, verringert, bla bla bla. Der hat mich gebeten, auf dieser Steinplatte. Bring den. Okay, dann gehen wir erstmal hier ein bisschen raus. Ich finde es nämlich ein bisschen kacke, wenn man in dieser Sicht ist und dann im Prinzip nur so sieht. Deswegen, wenn wir laufen werden, ohne irgendwelchen Schwertern, dann werde ich die Third Person nehmen. Wenn wir kämpfen, dann nehme ich die First Person. Also ich mag es einfach, ist einfach so. So. Gut, wenn ihr das Game jetzt ein bisschen zum Laufen bringen wollt, dann öffnet für mich doch mal Weißlauf. Ach da. Ich finde aber auch ehrlich gesagt richtig cool, dass man in der Vorschau mal so schauen kann. So, jetzt M ist Map. Okay, das ist gut. Markierter Ort. Weißlauf. Drachenfeste. Nee. Wo haben wir hier die Quest? J Tagebuch. Gut. Aus dem Ödsturz Hügelgrab. Okay, wo haben wir das? Upsala. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Ah, da ist es ja, okay. Sehr schön, dann haben wir gleich eine kleine Reise vor uns. Ah, wie ich das liebe. Jo, ihr könnt ja nochmal die ganze rückelnde Grafik bisschen genießen. Also geil sieht das ja schon aus, ne? So, kann man auch noch weiter rennen? Oh, yo. Kennt ihr die Leute in irgendwelchen MMOs, die immer so Sprünge durch die Gegend laufen? Und meistens bringt das ja noch nicht einmal etwas. Gut, ich muss sagen, sorry, dass ich jetzt keine Ahnung von der Map habe. Deswegen laufe ich. Diese Graumähen sollen. Okay. Ah ja, klar, ihr bemerkt natürlich auch, dass es hier nicht mit Facecam dieses Mal ist. Und das hat seinen Grund. Nämlich habe ich vor 2 Wochen mit Facecam ein paar Videos hochgeladen. Battlefront, glaube ich. Nein. The Old Republic. Und ich habe mein Greenscreen abgebaut. Und jetzt wollte ich das nicht direkt aufbauen, weil sich das dann nicht lohnen würde. Ich kann es natürlich fürs nächste Part wieder machen, aufbauen. Und auch demnächst werde ich es sowieso wieder aufbauen. Aber jetzt wollte ich dieses Video hier einfach mal wieder hochladen, weil ich einfach lange nichts hochgeladen habe. Und ich denke mal, dass es dann auch relativ egal sein wird, dass ob ich nun Facecam dabei habe oder nicht. Nehme ich jetzt mal so an. Ich guck mal kurz, ob ich Anti-Aliasing ausmache, Anzeige. So. Ich glaube, das geht nur im Anfang, ja? Okay, das ist egal. Ich habe also so nur 2 irgendwas. So, wo müssen wir lang? Ah, da geht's lang. So, dann ab in die schöne Welt. Zücke dein Schwert. Yeah. Ulala. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich so eine kleine Inspiration durch Kuruban Quirpy bekommen habe, den ich natürlich in die Beschreibung tun werde, das wieder zu Let's Playen. Ich weiß selber nicht, warum ich es nicht hochgeladen. Also wie geht das nochmal? So. Okay. So, geht doch irgendwie blocken oder so. Nee. Okay.
Okay, schön. Ja, okay. Gut, es gibt jetzt kleine Rückler, aber für die nächsten 10 Minuten sollte das eigentlich ganz okay sein. So, dann dürfen wir gleich... Nein, das wird nicht funktionieren. Ich versuche es in meinem privaten Speicherstand, sage ich mal, versuche ich es dann da immer hoch und runter zu klettern, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das jetzt im Video zu machen und euch dann 10 Minuten auf die Folter zu spannen, was ich ja sowieso schon tue. Und trotzdem wage ich mich wieder an diesen... Gut, dann müssen wir nachher darum. Wir dürfen gleich mal schön um den ganzen Berg laufen. Es sei denn. Das sind zwei Riesen. Das ist ja mal was ganz Schönes. Gut, wir können ja mal meine Waffe wechseln. Oh Gott, nope, nope, nope. Ah ja, hier war es so. Fertigkeiten, Objekte, Waffen, Eisenpfeil und Langbogen. Ich will die jetzt nicht unbedingt feilen, weil ich zurzeit nicht so im Kampfmodus, Kampfrausch bin. Komm schon, Bruder, beweg dich. Renn, renn, renn! Sag bloß, was geht da nicht lang. Doch, da könnte es lang gehen. Da könnte es lang gehen. Nein, da geht's nicht lang. Gut. Weil ich weiß, ich erinnere mich daran, als ich die gefightet habe, dass das ein bisschen gedauert hat. Und dass ich da noch ein bisschen Ahnung vom Kampf hatte. Soll ich auch mal den Rücken kratzen? Nein. Machen wir nicht. Nein, komm schon, hier gehst du doch lang. Na, na, na. Sehr schön, Kumpel. Genau, da habe ich den von hier oben immer beschossen mit dem Pfeil und Bogen. Ich glaube, da hatte ich auch bessere Pfeile. Nicht so ein Billig-Scheiß. So. Boah, das war ja. Wow. Ja, nicht so ein Billigkram wie jetzt. Ich weiß es nicht mehr. So, wir laufen hier ein bisschen rum. Ihr habt es gesehen, man muss die nicht falten. Wir können es später mal machen, wenn ich wieder in Dingsa bin. Und eure Zeit auch ein bisschen gerne mehr beanspruchen kann. So, dann gucken wir mal, da müssen wir lang, Dude. Okay, da muss es doch lang gehen. Dude, komm schon. Ich gebe da gleich irgendeinen Sheet rein und dann habe ich einen fliegenden... Keine Ahnung. Einen fliegenden Vogel. Keine Ahnung. Wobei die das sowieso könnten. So, okay. Jetzt hören wir mal auf mit Kacke reden. Und jetzt fangen wir mal an. So, jetzt dürfen wir hier lang gehen und dann da lang. Gut. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich voll genug bin, um einmal mal auf die Map zu schauen. Hier sind wir. Ah. Und dann dürfen wir mal gucken. Ja, da reisen wir jetzt hin. Sorry, ich finde diese Vorschau wirklich geil. Man kann da wirklich ran, rauszoomen, drehen. Folge. Also, das Ganze ist auch so ein bisschen so Herr der Ringe-Feeling, wenn ihr wisst, was ich meine. Nein! Nein! Okay. Reisen wir jetzt da lang. Es tut mir leid, dass ich eure Zeit so sehr in Anspruch genommen habe, aber vielleicht hattet ihr ja Spaß daran.
Diese. Dich grillen. Hab ich schon, ne? Good, good. Here's your new weapon. Okay. So, dann können wir nach der kleinen Bildershow mal ein bisschen weiter geradeaus gehen. So. das sieht voll behindert aus, ich weiß. Aber ihr kennt mich ja. Und wer mich nicht kennt, der abonniert mich, dann lernt er mich kennen. Auf die gute Weise. Ja, das sieht voll scheiße aus. Ihr braucht es mir nicht sagen. So, das sieht doch, yeah, bisschen Blut rangeschmiert. Okay, hier sieht es aus wie eine kleine, schöne Ruine. Da könnte irgendwo ein Eingang lauern. Entdeckt. Entdeckt. Ich kann mich auch noch schwach erinnern, dass da gleich. Das wird da richtig schlimm drin. Da wird richtig was von uns abverlangt. Ich denke mal, dass ich dieses Video hier auch nicht ganz so lang mache und wir dann den, diese ganze Reise dadurch als Extra-Video machen, weil ich gerade leider in Zeitnot bin und dachte, dass ich wenigstens so ein 10-Minuten-Video mache, wo man halt so einen Weg macht. Gibt es denn das Menschen oder habe ich mich versehen? Nein. Ich habe mich natürlich wieder versehen. Jo, falls ihr mich wieder seht. Hier ein paar Morsezeichen. Ich habe Stimmen gehört. Ja. Avatar ist wieder da. Habe ich den? Wohlala, fucking on you. So. R, ne? Oh Gott, ich bin so ein Noob. Naja, I'm not a Knoop. Habt ihr das gesehen? So. Der Eingang. Hey, wie kann man denn nochmal blocken? Da muss ich den Koruba nochmal fragen. Okay, schöne Sache. So, wo haben wir's? Ah ja, okay. Wir sind drinnen, dann müssen wir da rein. Sprich, wir gehen hier rum und haben gar keinen Plan, wo es hier lang geht. Vielleicht könnte das ja eine Tür sein. Gute Idee. So. Wie lange haben wir es jetzt schon? So. 13 Minuten geht auch. Mit Intro 13 Minuten und 40. I don't know. I don't know. Good, good. Yeah, das sieht doch mal. Ah, daran kann ich mich noch erinnern. Gut. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Okay, komm, Leute, das muss ich euch wirklich gönnen, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Okay, den hat jemand für mich schon vorher kaputt gemacht. Objekte, wir machen es mal ganz kurz so. Eisenschwert. Wie viele Pfeile haben wir? Nein, ich bleib da. Legolas confirmed. Ja, Mann, das war Boromir, Leute. Jo, das sieht doch. Bam! Oh, Mann, das war eine Frau. Die haben wir jetzt getötet und. Ey, wir hätten die auch noch irgendwas mit.
Es tut mir leid, es tut mir leid. Okay. So, dann würde ich sagen, machen wir hier gleich Cut. Wir gucken uns mal an, was es hier so alles gibt. Keine Ahnung, vielleicht kann man daraus irgendwas craften oder so ein Scheiß. Oh nein. Also hier erst nochmal. Maus drehen und A und D. Nee. Nein. Yeah. Gold 50. Gut. Das war's doch. Das war doch mal ganz cool wieder. Das war unnötig. Dann dürfen wir wieder unser Eisenschwert nehmen. Ah, fuck, jetzt kommt das wieder. Objekte. So, rechts. Oh fuck, wie war das noch mit der Magie? Also das war rechts, das ist dann links. Gut. Oh nein. Yeah. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert doch und abonniert auch. So, können wir das auch speichern? Gut, ganz vorne. Ich guck nochmal nach. Laden. Oh Gott, ich bin so. Ja. 16 Minuten ist auch ganz okay. Ja, das ist es auch. Kommentiert, abonniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So eine kleine Reise zum Ödsturz, Grabel, Hütte, wie auch immer. Oder zum Tempel, wie auch immer. Egal. Kommentiert, abonniert. Wir sehen uns im nächsten Part. Dann geht es auf jeden Fall weiter. Dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Part. Ciao.